ich zahle zum Beispiel Kirchensteuer mit Begeisterung, weil immer, zum Beispiel, wenn ich sehe, dass der Papst im weißen Hubschrauber vom Vatikan in Richtung Castel Gandolfo entschwebt, habe ich einen kleinen Beitrag geleistet. Für mich ist auch schön, dass ich so viele Leute schon kenne in der Kirche. Ich komme hin, begrüße die, begrüße den. Und das finde ich toll, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Teil von dieser Gemeinde. Ich fühle mich da richtig aufgehoben. Wenn unser Gott so allmächtig und so wirkmächtig ist, wie wir immer sagen und wie wir beten, und er hätte etwas gegen queere Menschen, es gäbe uns schlichtweg einfach nicht. Ich glaube nicht, dass junge Menschen prinzipiell weniger spirituell sind oder prinzipiell weniger für Religion begeistert werden können. Aber ich glaube doch, dass die Kirche es einfach verpasst hat, ihre eigenen Moralvorstellungen immer wieder zu überprüfen und anzupassen. Ich bin einmal gekommen und habe gesagt zu dieser Frau, mein Popo blutet und der Herr, dieser Hausmeister, der macht so böse Sachen mit mir. Und dann hat er mich so zusammengeschlagen und hat mir da eine alte Watte da reingestopft und hat gesagt, und wenn du einmal was sagst, dann passiert dir was. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sind Sie, Dankeschön, noch Mitglied einer Kirche? Falls ja, gehören Sie in Deutschland mittlerweile einer Minderheit an? Ob Kirchensteuer oder Missbrauchsskandal, es gibt viele Gründe, warum sich immer mehr abwenden. Aber leisten die Kirchen auf der anderen Seite nicht auch noch Wertvolles für unsere Gesellschaft? Wie zeitgemäß ist die Kirche? Das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Sie, Harald Schmidt, waren Messdiener, haben Kirchenmusik studiert und wollten sogar Priester werden, aber es kam bekanntlich alles ganz anders. Der Kirche bleiben Sie treu, ein Austritt kommt für Sie nicht in Frage. Denn, so sagen Sie, etwas, das auf Ewigkeit angelegt ist, ist wie der Glaube, kann sich nicht allzu lang mit der Situation im Erzbistum Köln befassen. Herzlich willkommen im Nachtcafé, Harald Schmidt. Als Missbrauchsopfer kennen Sie, Detlef Zander, aus Ihrer eigenen Leidensgeschichte die Skandale nur zu gut, die die Menschen scharenweise aus der Kirche treiben. Jahrelang erlebten Sie in einem evangelischen Kinderheim schwerste sexuelle und psychische Gewalt. Doch Sie kämpften sich aus der Opferrolle heraus. Heute setzen Sie sich als Betroffenensprecher für Gerechtigkeit ein. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Detlef Zander. Ein Anti-Abtreibungsvideo, das Ihnen Sophia Rockenmeier als Schülerin im katholischen Religionsunterricht gezeigt wurde, hat Sie nachhaltig verstört und dann lange über die Haltung der Kirche zum Thema Abtreibung, aber auch zum Umgang mit Frauen und homosexuellen Menschen nachdenken lassen. Schließlich stand für Sie der Entschluss fest, in dieser Kirche kann ich nicht länger bleiben. Herzlich willkommen, Sophia Rockenmeier im Nachtcafé. Wer aus der Kirche austritt, kann ja auch wieder eintreten. Dafür sind Sie der beste Beweis, Dagmar Vacano. Die Kirchensteuer war ein Grund für Sie, aus der evangelischen Kirche auszutreten. Und lange Zeit haben Sie auch nichts vermisst. Doch dann, vor 12 Jahren, kam es auf geradezu wundersame Weise wieder zu einer Annäherung an die Gemeinde in Ihre Heimat. Warum Sie heute gerne Kirchensteuer zahlen, das verrät uns Dagmar Vacano. Herzlich willkommen. Die Kirche mit ihren Ritualen und Geschichten, das ist doch auch Heimat, sagen Sie, Margot Käßmann. Und Sie fragen sich, wie Menschen eigentlich ihre Kinder auf der Welt begrüßen wollen, wenn nicht mit einem wunderbaren Tauffest. Aber auch Ihre Kirche hat mit Mitgliederschwund zu kämpfen und nun auch noch einen erschütternden Missbrauchsbericht auf dem Tisch. Wie Sie Kirche wieder zeitgemäß machen wollen, das hören wir von Margot Käßmann. Guten Abend. Sie, Rainer Täuber, haben bei den Domsingknaben gesungen und sind in der Essener Domschatzkammer beschäftigt. Man könnte meinen, katholischer geht's gar nicht. Und doch hatten Sie nicht nur einmal das Gefühl, in Ihrer Kirche nicht gewollt zu sein. Sogar ein Austritt wurde Ihnen nahegelegt. Warum Sie als schwuler Mann diesem Wunsch aber nicht nachkommen wollen, sondern sagen, nicht ich muss mich ändern, sondern die Kirche muss sich ändern, das erzählt uns Rainer Täuber. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen nochmal
an die gesamte Runde. Herr Täuber, Sie haben Ihre Homosexualität sehr lange, sehr viele Jahre verheimlicht, auch aus der Angst heraus, Ihren Job bei der katholischen Kirche zu verlieren. Diese Angst haben nach wie vor viele homosexuelle Menschen. Wenn Sie gefragt werden, wie kann das sein in diesen Zeiten, hätten Sie eine Antwort? Ja, wie kann das sein? Da muss man im Grunde genommen nur in den Katechismus gucken, der ja die Grundlage für den katholischen Glauben bildet. Und laut diesem Katechismus sind homosexuelle Menschen ungeordnet in sich, sind beziehungsunfähig, leben in schwerer Sünde und können insofern auch nicht für die katholische Kirche arbeiten. Sie sind vor 2 Jahren ausgetreten, Frau Rockenmeier, auch aus solchen Gründen, aufgrund solcher Positionen aus der katholischen Kirche? Ja, also ich kann die Position der Kirche da nicht nachvollziehen, weil das ganz grundlegende Prinzip ja eigentlich die Nächstenliebe ist. Und zwei Menschen, egal welchen Geschlechts, die sich lieben und gegenseitig Verantwortung übernehmen wollen, kann ich nicht erkennen, wo da die Sünde liegen soll. Wir haben hohe Austrittszahlen Jahr für Jahr in beiden Kirchen. Und wollen wir heute nicht über Zahlen sprechen, sondern wie üblich im Nachtcafé über das, was die Kirche und auch der Glaube im Alltag der Menschen ausmacht, auch unserer Gäste ausmacht. Aber wenn Sie diesen Trend sehen, ist der umkehrbar? Ich weiß nicht, ob er umkehrbar ist. Ich kann nur sagen, dass ich es natürlich sehr traurig finde, wie viele Menschen die Kirche verlassen. Ich sehe den Veränderungsbedarf, das ist gar keine Frage. Ich bin vor 25 Jahren jetzt Landesbischöfin in Hannover geworden. Und es war ein langer Weg, bis bei uns homosexuelle Partnerschaften anerkannt wurden, auch Trauungen möglich sind, selbst Pastorinnen und Pastoren in einer homosexuellen Lebenspartnerschaft leben können. Also Kirche kann sich verändern, das habe ich live erlebt sozusagen. Aber sie beheimatet eben auch, Sie haben mich ja da zitiert, wir haben bestimmte Rituale, Lieder, Gebete, die wir teilen. Und das ist ja auch ein Teil des Narrativs einer Gesellschaft. Ja, bestimmte Feste, die wir feiern, das sind dann nur noch leere Events, what for, sondern das sind Inhalte, die meines Erachtens eben eine Gesellschaft auch zusammenhält. Und es ist eine Glaubensgemeinschaft, eine Tradition von Erzählungen, die wir miteinander teilen mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Also mich persönlich hat das mein Leben lang auch beheimatet. Sie haben diese Heimat nicht so empfunden und erlebt, Herr Zander. Wir werden heute auch noch ausführlich über das Thema Missbrauch sprechen. Es gibt den Missbrauchbericht jetzt auch für die Situation in der evangelischen Kirche. Waren Sie nach dem, was Sie persönlich in der evangelischen Kirche erfahren haben, vielleicht am wenigsten überrascht über das Ausmaß, das andere jetzt schockiert? Also ich war überhaupt nicht überrascht, was der Inhalt der Studie angeht, denn vieles war ja schon eigentlich bekannt. Was mich überrascht hat, ist, dass die Menschen, die leidende Bischöfe und BischöfInnen, dass die so überrascht waren. Was mich allerdings schon verwundert hat, das muss ich ganz offen sagen, ist, in der evangelischen Kirche war immer das Narrativ, bei uns gibt es wenig Betroffene und wenn, dann hauptsächlich junge Frauen, Konfirmandinnen und Erwachsene. Und dieses Narrativ stimmt jetzt nicht mehr, denn die Mehrzahl waren kleine Jungs und die Täter waren tatsächlich zum größten Teil verheiratete Pfarrer. Das Themenfeld, über das wir sprechen, ist damit schon ganz gut abgesteckt. Aber tauchen wir jetzt ein, auch in die Erfahrungswelten und beginnen mit Ihnen, Herr Schmidt. Waren Sie als Kind und junger Erwachsener begeisterter Kirchgänger, kann man das so sagen? Begeistert wäre vielleicht zu viel gesagt, aber man wuchs so rein. Das war bei mir die Prägung ganz naiv und automatisch durch meine Mutter und meine Großmutter. Das war bei uns, hing der Weihwasserkessel neben der Tür. Und wenn man rausging, dann besprengte uns meine Oma noch mit so einem kleinen geflüsterten Gebet, auch sehr routiniert. Also da war Theologie spielte überhaupt keine Rolle. Man war einfach katholisch, man ging in die Kirche. Und ich meine, in Nürtingen, wo ich aufgewachsen bin, ist ja Diaspora. Ja, das ist ja beherrscht vom Piet Kong, also mittlerer Neckarraum. Und da war die katholische Kirche ja als Jugendlicher auch mit das Einzige, wo man im Grunde was machen konnte. Es war ja auch so eine Art Partyzentrale. Wie haben Sie das denn empfunden? Also wenn Sie sagen Partyzentrale, wie haben Sie denn als Kind zum Beispiel so einen Gottesdienst wahrgenommen? Eine Mischung aus Faszination und großer Langeweile. Also das war ja teilweise noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
alles auf Lateinisch, hat man gar nichts verstanden, hat aber die Antworten natürlich mitgesprochen. Mhm. Ansonsten war das, glaube ich, schon so eine frühtheatralische Prägung, weil man ja, dadurch, dass man jeden Sonntag dahin ging, im wahrsten Sinne des Wortes mitbeten konnte. Also man wusste einfach den Ablauf. Der Pfarrer zieht ein, damals noch mit vielen Ministranten. Mhm. Dann, wann steht man auf, wann kniet man sich hin, wer darf die Lesung machen, wer darf das Evangelium lesen. Es ist eigentlich so eine Prägung, ein Ablauf, wie leider, wie es später auch meine Sendung war. Da kam schon die Prägung her. Ich finde schon, das sagen auch viele, auch Leute wie Gottschalk oder Jürgen von der Lippe sagen, ja, es hat so eine ganz frühkindliche Prägung durch die Kirche stattgefunden. Gehörte zu diesen immer wiederkehrenden Ritualen für Sie denn auch die Beichte? Das war am Anfang, man hatte ja Schwierigkeiten, den Beichtspiegel vollzukriegen. Ja, also man wusste ja gar nicht, was damit gemeint ist, gesündigt in Worten und Taten. Ja, Schwester gesehen, wie die sich umgezogen hat im Freibad, könnte das gemeint sein und so. Und dann war das ja, es gab ja noch nicht die neueste Erfindung der Bußfeier, wo man kollektiv De Absolvo hörte, sondern in den Beichtstuhl einzeln. Und dann saßen wir vor der Erstkommunion, die ganze Klasse dicht gedrängt in der kleinen Kapelle. Der Pfarrer saß mittendrin und wenn es nicht schnell genug ging, schlug der von innen mit der Faust an die Tür, damit der Nächste reinkam. Wenn es draußen zu unruhig war, kam er zwischendurch raus, hat einem eine gescheuert und ging wieder rein und hat die Beichte weiter abgenommen. Also das Ganze war deutlich rustikaler als zum Zeitpunkt Maria 2 oder 4.0. Ja. Sie waren ja auch aktiv, Sie waren ja Messdiener. Kirchenchor und Hilfsorganist. Ja, und weil Sie mussten oder weil Sie wollten? Hat sich so ergeben. Ich sollte Klavier spielen lernen. Mein Klavierlehrer wohnte 3 Reihen weiter, war der evangelische Kirchenmusikdirektor. Also rums war man in der Ökumene, ohne das Wort zu kennen. Ja? dann spielte ich Klavier, dann sagte er, willst du nicht auch Orgel lernen? Ja, gut, lerne ich Orgel. Um Orgel üben zu dürfen, musste ich mich verpflichten, Gottesdienste zu spielen. Und wir, wie gesagt, in der Hauptkirche durfte ich nicht spielen. Ich fuhr dann mit dem Pfarrer über die Dörfer nach Zitzishausen, nach Neckarhausen, nach Neureudern. Das heißt, da haben Sie schon das Touren gelernt. Da haben wir das Touren gelernt und da waren wir zu Gast in der evangelischen Kirche. Wir mussten um 8 Uhr rein, damit die Evangelen bis 9:30 ausschlafen konnten. Und also so bin ich eigentlich in diesen Ritus reingewachsen. Der Mesner, der den Koffer gepackt hat für den Pfarrer, wenn wir auf Tournee gefahren sind, dann hat der, weil er morgens auch noch nicht ganz fit war, vergessen, den Kelch einzupacken. Dann gab es halt einen Wortgottesdienst. Mhm. Ja? Also das rein von der praktischen Seite her. Ist es denn auch richtig oder ist das eine Legende, dass Sie als Kind auch Pfarrer gespielt haben? Ja, das stimmt. Zu Hause, ich hatte mir so ein Badetuch umgehängt und der Großteil war allerdings eine Predigt. Ja. Ah, ja. Da habe ich halt festgestellt, dass sozusagen dieser Hang zum Monolog bei mir sehr früh veranlagt war. Hätten Sie aber doch evangelisch werden müssen mit der Predigt. Und dann natürlich aber auch die ganze Wandlung und so, den Text hatte ich einfach drauf, weil wenn man das ja oft genug hört, ja, dann dies ist mein Leib, der für euch und für alle hingegeben wird und so weiter. Und dann habe ich Obladen verteilt als Kommunion und zum Schluss natürlich den Segen, den in Nürtingen zum Beispiel dann nochmal extra der Mesner gab, wenn der Bus in die umliegenden Gemeinden abfuhr mit den Gläubigen. Es ist schön, ihm zuzuhören, oder? Muss man einfach sagen. Immer wieder. Ist denn aus dem, wie gesagt, Kirchenmusik, Rituale, das Pfarrerspielen, Priesterspielen, ist daraus dann auch der ehrliche Wunsch oder der ernsthafte Wunsch entstanden, vielleicht mal Priester zu werden? Nur sehr kurz. Nur sehr kurz, aber er war da. Nur sehr, sehr kurz. Schon früh wurde ich mit dem Begriff Zölibat konfrontiert und wusste nicht, dass es auch in diesem Bereich Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Also, auch hier hat mich der Kollege Gottschalk darauf aufmerksam gemacht, wir haben eigentlich den falschen Job gewählt. Ja, wir hätten im Grunde so auf Kardinalsebene es in den Vatikan schaffen müssen, mit so einer 180 Quadratmeter Dachterrasse in Rom, Vino bis zum Abwinken und eben
liebe deine Nächsten und natürlich auch dich selbst. Ja? Also das Lebensgefühl hatte sie schon gelockt. Ja, und das ist ja sozusagen, also die Doppelmoral ist ja mit eingeschrieben in der katholischen Kirche. Also alle diese Themen, natürlich wusste man, dass es Priester gab, die eine Freundin hatten. Mhm. Ja? Aber es wurde halt nicht drüber geredet. Und jetzt ist das Neueste oder die neueste Errungenschaft, dass homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen, was schon lange der Fall war, dass Homosexuelle gesegnet haben. Ja? Da wurde auch nicht drüber gesprochen, natürlich, sondern getuschelt. Ja. Also der Missbrauch ist das absolute Genickschussthema für die Kirche, also speziell für die katholische in diesen Tagen. Aber ich sage es immer wieder, ich habe eben in diesen 10, 12 Jahren, in denen ich total intensiv dabei war, ja auch Zivildienst gemacht, Pfadfinder gewesen, nichts erlebt in dieser Richtung und auch nicht gehört, auch nicht gerüchteweise. Ja. Sie sagen ja auch bis heute, Sie sind sehr katholisch. Wie äußert sich das oder wie empfinden Sie das? Was bedeutet das? Also ich sehe auch ein großer Frömmler, ja, immer bereit, in der Kirche eine Kerze anzustecken im eigenen Interesse. Das gehört ja auch mit dazu. Ja, das müssen wir, also die Pharisäer und die Frömmler und diese Möglichkeit umzukehren, das ist ja der große Vorteil der Kirche. Ja, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und natürlich sind wir eine Weltkirche mit 1,2 Milliarden Katholiken. Das heißt, wo immer ich mit dem Traumschiff strande, das wollte ich gerade fragen. Ja, gehe ich, also sei es in der Karibik, sei es in den Philippinen, sei es sonst wo. Und da erlebt man aber natürlich eine andere Frömmigkeit als hier bei uns. Und gehen Sie dann in leere Kirchen oder richtig Gottesdienst? Nee, in den Gottesdienst, ja, weil das Tolle ist ja, das ist dann natürlich auf Spanisch oder auf Englisch, aber ich weiß ja, wo wir sind im Ablauf. Ja? Ja. Und ich kann das Vaterunser nicht auf Englisch. Und ich habe da in der Karibik sensationelle Kirchen entdeckt, die bestanden nur aus 4 groben Wänden und sonst nichts. Ja? Aber da merke ich auch, dass diese Kirchenkritischheit, ich glaube, eine typisch oder eine speziell westdeutsche Angelegenheit ist. Denn in den Gegenden, wo die Leute wirklich arm sind und um die Existenz kämpfen, hat der Glaube eine andere Funktion und auch die Kirche eine andere Funktion vor allen Dingen als bei uns, wo doch auch, zum Beispiel gab es in Nürtingen den Begriff, hat er schon abgesprungen. Ja, also das war einer, der war schon auf dem Weg zum Priester, dann verdammte Fleischeslust. Ja, und dann hat man für den so Ersatzfunktionen erfunden. Damit er auch mit den 7 Kindern dann eine eigene Reihe haben konnte in der Kirche. Und die knieten am längsten im Flur, bis auch wirklich jeder gesehen hat, hier ist ein ganz ausgewählter Diener des Herrn. So. Und dieser hatte schon abgesprungener. Ja, also der musste das dann mehr zeigen als der normale Pfarrer, der halt seinen Weg gegangen ist. Sie sagen auch aus dem Katholizismus, aus der katholischen Kirche, zumindest ist das für Sie gilt es, kann man nicht austreten. In meiner Vorstellung nicht, ja. Weil? Ja. Weil das ja ist, also als Hilfsorganist habe ich ja unendlich viele Choräle begleitet, ohne sie zu können. Mhm. Und zum Beispiel der Choral, wir sind nur Gast auf Erden. Ja. Und wandern ohne Ruhm mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Das heißt ja für diese relativ kurze Spanne hier, sich nun übermäßig kritisch zu gebärden, kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Also ich muss ja doch denken für den Anfang und für den Schluss. Und ich habe es oft erlebt, dass gerade für die Übergangsphase, wenn so die ehrenamtlichen Begleiter mit der Wandergitarre kommen und einen auf den letzten Metern quälen, dass dann der Glaube doch sehr hilfreich sein kann. Ich habe es auch im Zivildienst erlebt, dass Leute, die sich schwer kirchenkritisch geriert haben, dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nach dem Pfarrer geschrien haben. Dass Sie das alles sehen und auch die positiven Seiten der Kirche sehen, heißt ja nicht, dass Sie nicht auch die Probleme sehen würden. Sie haben es gerade selbst gesagt, Missbrauch, Genickschuss für die Kirche waren Ihre Worte. Auch vor 5 Jahren haben Sie schon mal gesagt, die Kirche zerlegt sich sehr solide selbst auf das Thema angesprochen. Hat sich an der Einschätzung was verändert? Nein, weil das Problem ist ja, also ich zitiere mal einen Satz, mit dem ich seit vielen Jahren auf Tournee bin, von Heiner Geißler: In der Politik sind Emotionen Fakten. Ja? Und ähnlich ist es in der Kirche auch.
noch ein Gutachten, 800 Seiten, 700.000 Euro, 500.000 Euro. Das ist nicht justiziabel. Das werden wir prüfen. Hier ist ein Einzelfall, das ist verjährt. Das alles zeigt ja keine Wirkung, sondern die Leute haben das Gefühl, es wird nichts getan. Mhm. Man vertuscht, man ist nicht interessiert an der Aufklärung. Man tut so, als ob man außerhalb des Rechtsstaats steht. Man ist mal bereit, Akten zu öffnen. Der selige Kardinal Meißner hatte angeblich eine Akte mit Verfehlungen der Mitbrüder, die wurde geführt unter dem Titel Brüder im Nebel. Was ich schon mal einen tollen Titel finde. Ja, hat ja auch eine gewisse Poesie. Aber das Gefühl bei den Gläubigen, die Kirche ist nicht wirklich an der Aufführung, an der Aufklärung interessiert. Und es soll alles im Nebel bleiben, steckt eigentlich dahinter. Ja, und Hüstel, Hüstel, ein eckiger Tisch, ein runder Tisch. Und wir wollen mal mit denen sprechen. Und der kriegt jetzt 200 Euro bar auf die Hand als Entschädigung. Dann muss aber auch mal gut sein. Also das alles. Und zwar ist das ja, das sickert ja nicht rein, diese Haltung bei den, sag ich mal, Jungen, die eh schon kritisch sind, sondern beim alten traditionellen Kirchenmütterchen, wo es noch gibt, die also jahrelang Pulswärme für die Äquatorialzone gestrickt hat an Adveniat. Ja, Brot für die Welt, die Wurst bleibt hier und wie sie Aktionen alle heißen. Und die sagen, jetzt reicht es. Und wie das nochmal aufzufangen, ist schwierig. Lange Zeit stand ja bei diesem Thema die katholische Kirche im Vordergrund, im Mittelpunkt der Diskussion. Jetzt aber wurde die Missbrauchsstudie vorgelegt, die darüber aufklärt, wie sich auch die Situation in der evangelischen Kirche darstellt. Und die Studie hat viele Menschen alarmiert und hat die bestätigt, die gesagt haben, auch die evangelische Kirche hat da ein Problem, sogar ein ganz großes Problem. Seit Anfang des Jahres liegt nun auch der evangelischen Kirche in Deutschland eine Studie über sexualisierte Gewalt in ihren Gemeinden und Einrichtungen vor, die sich nicht weniger erschreckend liest als vergleichbare Berichte aus der katholischen Kirche über Missbrauch und Gewalt. Ein unabhängiges Forscherteam wertete Disziplinarakten aus und geht in einer Hochrechnung von mehr als 9000 Betroffenen aus, bei geschätzt knapp 3500 Beschuldigten, die über Jahrzehnte Kinder und Jugendliche missbraucht haben sollen. Wie auch bei der katholischen Kirche beginnt nun das Ringen um die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale und um Konsequenzen. An unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. In beiden Fällen noch mit offenem Ende, sehr zum Leidwesen der Betroffenen. Haben Sie sich, Frau Kestmann, dieses Ausmaß von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche vorstellen können? Also ich wusste, dass es das gab, weil wir zum Thema Heimerziehung, Kinderheime, 2008 einen Tag gemacht haben mit Kindern, die Heimerziehung erlebt haben. Und da war ich schockiert, was in christlichen Kinderheimen, auch in evangelischen, in Niedersachsen stattgefunden hat. Aber ich gebe zu, ich habe auch immer gedacht, das Zölibat ist eher das Problem. Wir haben ja Familien, Pfarrfamilien. Da wird das Ausmaß nicht so groß sein. Ich hätte mehr wissen müssen, weil wir wissen aus anderen Studien, dass die meiste sexuelle Gewalt in Familien stattfindet. Aber ich muss sagen, ich finde die Vorstellung schockierend, dass evangelische Pfarrer, die selbst Familienväter sind, Kinder missbraucht haben. Und ich muss sagen, das ist auch für alle schockierend oder wie soll ich sagen, ich bin auch zornig auf diese Täter, weil die all die gute Jugendarbeit, die Kinderarbeit oder die Arbeit mit Kindern natürlich absolut in Frage stellen. Das ist ein Vertrauensbruch eines solchen Ausmaßes. Die Täter sind, der Leiter der Studie hat ja gesagt, man muss hier nicht gendern, die Täter sind Männer in den Pfarrhäusern. Und das ist etwas, was unsere Kirche derartig diskreditiert, dass das Wiederaufbauen von Vertrauen, dass Kinder kirchlichen Einrichtungen anvertraut werden, enorm ist. Mir hat neulich ein Diakon gesagt, er traut sich ja gar nicht mehr, eine Jugendfreizeit zu machen, ohne X-Begleitung, weil dieser Verdacht jetzt ständig im Raum steht. Das eine sind die Zahlen und die sind schockierend genug. Aber wir wissen ja, dahinter stehen Missbrauchserfahrungen, Traumatisierungen, die oft ja Auswirkungen haben über Jahrzehnte. Sie, Herr Zander, haben genau das erlebt. Sie sind in sehr schlimme Familienverhältnisse hineingeboren, Vater gewalttätig, auch Alkoholiker. Sie sind dann als Kleinkind in ein Kinderheim gekommen, der evangelischen Brüdergemeinde in Korntal. Würden Sie sagen, Sie waren schon traumatisiert, als Sie dorthin gekommen sind?
Ich glaube schon, dass ich traumatisiert war, weil ich muss dazu sagen, ich war vor Korntal, bin ich an ein Babyheim gekommen. Aber ich glaube, wo ich noch im Mutterleib war, glaube ich schon, dass ich da auch sehr viel mitbekommen habe. Und weil es war halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Gewalt in der Familie. Und deswegen bin ich ja weggekommen. Dann kamen Sie in dieses Heim. Wann ging das los damit, dass Ihnen dort Gewalt angetan wurde? Mit 4 Jahren. Mit 4 Jahren? Ja, das erste Mal war mit 4 Jahren. Und wir reden immer von sexuellem Missbrauch, von sexualisierter Gewalt. Für mich ist das hört sich immer so verniedlicht an. Tatsächlich waren es ganz brutale Vergewaltigungen. Was heißt das, wenn wir es mal aussprechen? Also brutale Vergewaltigung? Brutale Vergewaltigung insofern, wir hatten einen Keller, den sogenannten Fahrradkeller. Und da war eine Werkbank drauf und da war das Ulmer Münsterzeichen drauf, Ulmia. Und da hat er mich und andere natürlich auch draufgelegt, hat so altes Ölkännchen genommen und hat das Öl in den Popo hinein. Dann hat er zuerst Werkzeug rein und dann penetriert. Also das war ganz brutal. Und das dann mehrmals täglich. Und in Korntal war es ja so, dass es gab ja nicht nur einen Täter, insgesamt über 160 Betroffene und über 80 Täter und TäterInnen. Und, also da waren auch Frauen beteiligt? Waren auch Frauen. Also ich hatte zum Beispiel eine sehr, sehr sadistische, pietistische Erzieherin, die mich so geschlagen hat, aus manchmal Gründe, die ich nie verstanden habe. Und so hat sie ihren Sadismus ausgelebt. Und das war, wenn Sie sich das vorstellen, ich bin einmal gekommen und habe gesagt zu dieser Frau, mein Popo blutet. Und dieser Hausmeister, der macht so böse Sachen mit mir. Und dann hat er mich so zusammengeschlagen und hat mir da eine alte Watte da reingestopft. Und hat gesagt, wenn du einmal was sagst, dann passiert dir was. So was habe ich natürlich gemacht. Ich wurde dann immer ruhiger. Und je älter ich wurde, umso mehr war das für mich oft unerträglich. Und ich hatte dann aber eine Strategie entwickelt, dass ich sage immer, ich habe mich so weggebeamt, dass ich, weil sonst hätte ich das überhaupt gar nicht überlebt. Und habe dann das so mehr oder weniger immer über mich ergehen lassen. Und das hört man ja oft bei Opfern sexueller Gewalt und Gewalt allgemein, dass sie das dissoziieren. Aber man kann sagen, bei dem Beispiel, Sie haben geblutet. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle gar nicht vorstellen wollen, nee, dass es sowas gibt. Und dann wollen Sie Hilfe holen und Sie werden geschlagen dafür. Heißt das, Sie waren dem im Grunde komplett schutzlos ausgeliefert? Komplett. Wir waren freiwillig. Man muss sich das vorstellen, dieses Kinderheim, das war so ein eigener Kosmos, sehr, sehr pietistisch geprägt. Wir hatten natürlich keine Eltern, es gab nie eine Heimaufsicht. Dann waren es zum Teil Leute, die hatten nie eine Ausbildung. Und somit hat man uns halt genommen, wie man wollte. Ist es richtig, dass Sie auch Erbrochenes essen mussten? Ja, ich musste Erbrochenes essen. Es gab, deswegen esse ich seither kein Fleisch mehr so richtig. Ganz schlechtes Fleisch und ich habe das dann versteckt unter so eine Matte da auf dem Stuhl. Und dann freitags musste man immer schrubben, den Boden, und dann hat die das halt gesehen und dann hat sie mir das in den Mund gestopft und dann musste ich so erbrechen und dann hat sie meinen Kopf gegen den Boden gedrückt und dann musste ich das Erbrochene essen. Also ich glaube, wir sind alle sprachlos von dem, was Sie erzählen. Gab es denn irgendjemanden, also zum Beispiel dann andere Kinder, mit denen Sie sich mal aussprechen konnten? Oder war da jeder einfach nur mit sich beschäftigt, irgendwie da durchzukommen? Wir haben voneinander gewusst. Ja. Ich wurde oft auch zu zweit geholt. Aber wir haben darüber nicht gesprochen. Ich glaube, wir haben uns auch nicht getraut. Aber ich wusste ganz genau, da die Silvia, die Monika oder wer auch immer, oder der Michael, wir wussten voneinander. Sie hatten einen Teddybär. Ja. Hat der Sie dann durch die Zeit
begleitet? Ja, ich hatte so einen alten Steif-Teddybär. Mhm. Und früher hat man ja so Lederhosen getragen mit so, und da war der Teddybär immer oben. Also der war überall dabei. Mhm. Und ich habe den auch gequält, weil mir hat ja nie jemand zugehört. Und dann habe ich immer so das Auge so ein bisschen rausgerissen, unten da ein bisschen. Ich hatte so meine Aggressionen da. Und dann war es so, aber er war halt immer dabei. Mhm. Und, bei den Vergewaltigungen saß er immer auf der Werkbank. Und dann war es so, ich habe mal eine Banane genommen oder irgendwas von der Gruppe. Und dann hat die Erzieherin das gesehen und dann hat sie mich geschnappt und hat so die Ohren lang gezogen. Und dann musste ich ins Schlafzimmer meinen Teddy holen, der da im Bett saß. Und dann hat sie den Teddybär ins offene Feuer. Damals hat man noch so mit Holz und Kohle geheizt und hat sie den Teddy reingeschmissen, mit dem Dings zugemacht. Und ich sehe heute noch oft diese glitzernde Augen. Also der saß da quasi im Feuer und wollte, dass ich ihn wieder rausziehe. Und ab dem Zeitpunkt war es dann so, dass ich gemerkt habe, so, das läuft jetzt überhaupt niemand mehr. Was wir hatten, ist dann dieser unerträgliche religiöse Zwang, der da war. Wir haben gesagt, unten wird gefoltert und oben müssen Sie... Muss mir beten, genau. Ja. Und das war auch so schlimm, weil der Pfarrer immer vom Krieg erzählt hat, von der Verdammnis. Teufelsbrut, hat er immer gesagt. Dann hat er uns die Seele da rausgeklopft. Und da saß ich oft so in diesem, die haben ja keine Kirche, sondern nur so einen Gebetsraum da, saß ich dann immer da und habe immer gedacht, warum hilft mir eigentlich keiner? Ja, wenn dann in diesem Heim, muss ich vorstellen, ist ein Riesenbild an der Mauer, da steht drin, lasse die Kindlein zu mir kommen. Heute sehe ich das natürlich anders. Ja? Das war gut, dass es da stand, weil wir mussten ja alle kommen zu den Tätern. Und, aber diese Hilflosigkeit, und dann hatte ich halt immer wieder dieses Gefühl, gut, wenn dir jemand hilft, musst du dir selber helfen. Mit 14 wollten Sie dann einen Suizidversuch unternehmen? Ja. Wir sehen auch ein Foto mit einem Auszug aus Ihrem Abschiedsbrief. Da heißt es, bitte seid nicht traurig, wenn ich mir jetzt das Leben nehme, aber ich kann nicht anders. Wie haben Sie damals überlebt dann? Also das war so, ich konnte tatsächlich nicht mehr. Mhm. Weil das war so schlimm und es wurde dann auch immer schlimmer. Mit 14 waren die Vergewaltigungen haben plötzlich aufgehört, aber dann dieser psychische Druck und so weiter und körperliche Gewalt. Und dann habe ich mich ja so alleine gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Ja, jetzt bist du 14 und mit 17 musste ich ja raus aus dem Heim und so. Und dann wollte ich mich ja hängen. Und dann habe ich diesen Brief geschrieben und habe dann diesen Brief der Erzieherin noch unter den Tür geschoben. Und dann sind sie natürlich alle ganz schnell gerannt und dann bin ich ins Bürgerhospital, haben sie mich ins Bürgerhospital nach Stuttgart. Damals gab es keine Jugendpsychiatrie, mhm. Aber schon damals hat man gemerkt, da ist irgendwas, also da ist Gewalt im Spiel. Sie wurden dann irgendwann aus dem Heim entlassen. Sie haben dann später eine Ausbildung gemacht als OP-Pfleger in einem Klinikum. Sie haben geheiratet, die Ehe hat dann nicht gehalten. Wenn Sie dann das weitere Leben anschauen, wie hat das nachgewirkt, all das, was Sie als Kind und Jugendlicher erfahren haben, in Ihrem Leben, in Ihrem Beruf, aber auch in Ihren Beziehungen? Also eigentlich muss ich sagen, jedes Gewaltopfer ist Künstler, das zum Verdrängen. Mhm. Und das konnte ich sehr gut. Mhm. Ich bin dann wirklich bewusst in die Krankenpflege, nicht weil mir jetzt der Job so gefällt, sondern weil ich gedacht habe, da bekomme ich gleich ein Zimmer, da kriegt man immer was zum Essen, dann sind die Menschen alle weiß, die tun dir nichts und so. Und deswegen bin ich in die Krankenpflege, habe aber ganz, ganz schnell gemerkt, die direkte Pflege tut mir nicht gut und bin dann in den Funktionsdienst. Und da habe ich gearbeitet, mir ging's wunderbar, dann habe ich ein bisschen geheiratet, aber da war es halt einfach so, ich habe die Nähe nicht ertragen. Ich wusste nicht, was ist ein Vater, was ist. Sexualität war für mich Qual. Ich hat mich getriggert natürlich immer. Und dann bin ich ausgebrochen. Ich bin dann einfach abgehauen.
Und bin dann, aber habe dann immer weiter noch gearbeitet. Und als ich dann alleine war, ging es mir eigentlich gut. Und dann habe ich aber gemerkt, so 2013, ich hatte immer schon mit Depressionen zu tun, aber 2013 wurde es dann immer schlimmer. Dann hatte ich plötzlich Flashbacks, dann habe ich eingenässt in der Nacht nach so einem Albtraum. Und es ist eigentlich so aufgebrochen wie so ein Tsunami. Mhm. Also das war wie wenn es wirklich, also wenn es jetzt und hier passiert ist. Und ich hatte aber mich nicht getraut, als mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Und dann kam dieser katholische Kontext noch dazu. Ja, alles hat getriggert, alles, die Geschichte natürlich auch. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe mich geschämt, weil wer glaubt es einem? Und dann habe ich mich suizidiert oder versucht, umzubringen. Ich habe mir dann was aus der Klinik besorgt und habe mir dann eine Kurzinfusion gelegt und wollte einfach von dieser Welt weg. Und Ihr Vermieter hat Sie zufällig gefunden? Mein Vermieter hat mich zufällig gefunden. Damals mein Vermieter, heute ein Freund von mir, der hat ein ganz schlechtes Gefühl. Und dann ist er da reingekommen und hat mich dann gerettet. Und mit ihm habe ich dann zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir dann gesprochen haben, dem habe ich dann zum ersten Mal meine Geschichte erzählt. Dass ich im Heim war, das hat damals auch meine Frau schon auch gewusst und so, aber das eigentliche Thema, also diese sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch und so weiter, das habe ich immer verschwiegen. Erstmal vielen Dank, dass Sie auch uns die Geschichte erzählen und einfach gut, dass Sie nach wie vor hier sind. Ja, also Sie sind dann ja auch ein Jahr später, 2014, an die Öffentlichkeit gegangen. 2015 waren Sie auch schon mal im Nachtcafé. Aber war das wie eine Flucht nach vorn, jetzt muss es raus? Jetzt, oder was war der Impuls zu sagen, ich gehe damit? Der Impuls war der, ich habe mich an die Gemeinde, ich bin zur Gemeinde gefahren, nach Korntal. Und die haben mich einfach nicht ernst genommen. Ja, so, die haben gedacht, naja, der lügt oder der will ein bisschen Geld oder wie auch immer. Haben Sie sie wieder weggeschickt? Die haben mich weggeschickt. Okay. Und es gab ein Gespräch, das muss man sich vorstellen. Die wussten, mit was für einem Thema ich komme. Und das hat man genau in einem Zimmer gemacht, wo ich vergewaltigt wurde. Wow. Und dann habe ich mich einfach nicht ernst. Ja, die haben, wie gesagt, der lügt und so weiter. Die haben sofort zugemacht. Und dann müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie dann so beladen sind und Sie haben einfach niemand hilft Ihnen. Da bleibt Ihnen nur noch der Weg an die Öffentlichkeit. Und damals war ich ja auch, als ich an die Öffentlichkeit bin, war ich schwerst traumatisiert. Mhm. Ich wurde auch benutzt. Ja? Ich wurde von der Öffentlichkeit benutzt, von den Brüdern benutzt, zum Teil auch von der Presse benutzt. Und ich habe das gar nicht geschnallt. Sie haben dann ja auch eine Klage eingereicht, ja. 1,2 Millionen als Berufsschadensausgleich aufgrund dieser unerträglichen Verbrechen. Die Täterinnen und Täter waren teils schon verstorben. Das, was passiert, ist verjährt. Also das heißt, sie hatten mit dem Verfahren keine Chance. Aber wie haben die Menschen in der Gemeinde denn reagiert? Waren sie der Nestbeschmutzer? Waren sie eine Gefahr? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, lass uns dem zuhören, da muss doch jetzt Aufklärung her. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Ich habe die Erfahrung gemacht, die ganz detailliert in der Forumstudie beschrieben wurde. Wegschauen, Nestbeschmutzer, wer uns nicht liebt, den lieben wir auch nicht, so nach dem Motto. Und das kann ja überhaupt gar nicht sein. Dann hieß es immer, ich würde die Gemeinde zerstören, ich gehöre ans Kreuz genagelt, ich habe Briefe bekommen, ich habe anonyme Anrufe bekommen. Also ich habe damals gedacht, das kann ja überhaupt gar nicht sein, weil das sind Christen an sich. Und habe dann immer gedacht, wie kann man so umgehen? Und die haben mich so gequält zum Schluss. Ich habe dann die Aufarbeitung da in Korntal erzwungen und es wurde dann immer schlimmer. Man hat mich dann gemobbt, man hat mich fertig gemacht, man hat mich dann rausgedrängt oder versucht rauszudrängen. Und dann war ich so überfordert und dann habe ich tatsächlich gesagt, so, und
jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache weiter oder ich trete wirklich jetzt ab, aber richtig ab vor dieser Welt. Und dann habe ich mich aber für das andere entschieden und habe dann für mich selber gemerkt, Sander, wenn du jetzt nichts für dich tust, dann entweder du kiffst dich zu Tode oder du trinkst dich zu Tode oder was auch immer. Und dann habe ich eine ganz gute und schwere und lange Traumatherapie gemacht. Mhm. Eine sehr schwere Konfrontationstherapie mit Geruch, mit Bildern, mit Geräusch und so. Und da habe ich halt gelernt, wie man mit dem Trauma leben kann. Sie haben vor einigen Jahren, gab es dann ja auch einen Aufruf der evangelischen Kirche zu einem betroffenen Beirat. Sie hatten sich beworben, waren auch in diesem Beirat, hatten aber nicht wirklich das Gefühl, da was bewegen zu können. Danach wurde es neu aufgesetzt. Es wurde ein Konzept entwickelt, das zu dem heutigen Beteiligtenforum geführt hat. Beteiligungsforum geführt hat. Haben Sie in diesem Beteiligungsforum das Gefühl, Sie können was bewegen? Ja, weil dieses Beteiligungsforum auf der EKD- und Diakonie-Ebene ist einzigartig. Und sowas gibt es in Deutschland noch nicht. Und dann wurde dieser Beteiligungsforum gegründet nach langen Verhandlungen. Und da ist es jetzt tatsächlich so, die evangelische Kirche und die Diakonie Deutschland kann ohne dieses Beteiligungsforum, was sexualisierte Gewalt angeht, Aufklärung, Aufarbeitung, nichts mehr entscheiden. Jetzt ist es ja so, Frau Kessmann, es gab diese täterschützenden Strukturen und diesen Dreiklang aus Verschweigen, Versetzen, Vergessen. Wie können Sie den durchbrechen? Ich finde, das Wichtigste ist im Moment, dass offen darüber gesprochen wird. Ich hatte neulich einen Bericht über eine Freizeit, bei der dann die Kinder gemerkt haben, also da ist jemand zu übergriffig im Anfassen. Und die haben die Eltern informiert und die Eltern waren sofort hellwach. Also ich glaube, es hat sich in der Wahrnehmung doch was geändert. Ich denke schon, dass diese Generation da wacher ist und die Kinder gehört werden mit dem, was sie sagen. Aber Sie glauben nicht, Herr Zander? Da muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Also ich habe die Studie wirklich gelesen und ich war 3 Jahre dort im Beirat gesessen. Mhm. Und dieses Problem ist ja auch in der evangelischen Kirche ein strukturelles Problem. Und Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, die TäterInnen sollen sich schämen. Wissen Sie, wer sich schämen muss? Die evangelische Kirche muss sich schämen. Ja, eben gesagt, die Kirche auch. Ja, und weil sie eben diese Strukturen hat, die sie hat. Ja, also dass es wurde weggeschaut. Es wurde, ich will nicht sagen vertuscht, aber es wurde verschleppt. Es wurde, und dann dieses Unerträgliche, wie unerträglich man mit den Betroffenen umgegangen ist. Wirklich unerträglich. Ich meine, das meinten Sie ja mit den täterschützenden Strukturen. Das wird in der Studie ja auch gezeigt. Da wusste man was, im Kirchenvorstand ahnte man was, aber der Herr Pfarrer, und das ist eben diese täterschützende Struktur, es hat nicht ganz den Weihestatus eines katholischen Priesters, aber der Herr Pfarrer, über den sagt man nichts Schlechtes, den spricht man nicht an, das spricht man nicht an. Und das, meine ich, wird sich, ich habe gehofft, es hätte sich schon geändert, aber dass das auch die Gemeinden nicht einfach durch Wegschauen zulassen. Sie haben ja gesagt, es sind auch die empört, die ewig lange gläubig sind, ewig lange in die Kirche gehen. Ja. Ältere Frauen, für die das ein Lebensinhalt ist. Ist es mittlerweile so, dass viele denken, das ist ja nur noch ein Sumpf? Da, mit Sicherheit. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch, was Frau Kessmann sagt. Also zum Beispiel jetzt, wir reden aus meiner Erfahrung von den 60er Jahren in einem kleinen schwäbischen Ort. Man muss sich ja immer noch mal klar machen, was der Pfarrer zu der Zeit für eine Autorität war. Ja, wer hätte sich da getraut, überhaupt gegen den Pfarrer was zu sagen? Wer hätte Gehör gefunden? Und ich behaupte sogar, das wäre in gewisser Weise im Vorfeld, ich sag mal, durch einen Hausbesuch versucht worden, unter den Teppich zu kehren. Aber ist das nicht genau diese Autorität auf einer anderen Ebene auch ein Problem? Also ist nicht das Problem, dass die Kirche auch in der katholischen Kirche immer wieder versucht hat, das intern zu regeln? Weil, ich meine, Missbrauch ist ein Straftatbestand. Mhm. Warum sind da nicht von vornherein die staatlichen Ermittlungsbehörden dabei? Also ich kann das für unsere Kirche sagen, dass ab 2001 dieses Gesetzgebungsverfahren da war, dass jede Anzeige der Staatsanwaltschaft übergeben wird. Weil wir gesagt haben, das kann man nicht intern klären, sondern das ist eine Straftat, muss staatsanwaltlich geklärt werden. Aber natürlich
hätte die Kirche, und da gebe ich Herrn Zander auch völlig recht, hingehen müssen, fragen, wer war eigentlich der Täter? Gibt es hier noch andere Opfer? Das hat ja Frau Kracht immer gesagt, warum hat man nicht mal gefragt? Wenn es ein Opfer gibt, gibt es wahrscheinlich mehr Opfer. Also es ist beides. Einerseits muss es staatsanwaltlich geklärt werden, es ist ein Straftatbestand, das kann nicht innerkirchlich geklärt werden. Andererseits hat die Kirche aber auch doch die Aufgabe, zu sagen, wenn das unser Angestellter ist und wenn dieser Vorwurf im Raum steht, gibt es da andere Opfer? Was ist in der Struktur da los? Also beides muss sein. Ich meine, Sie sind ausgetreten aus der katholischen Kirche. Hat das dieses Thema auch eine Rolle gespielt als eins? Auf jeden Fall. Also es war nicht das einzige Thema. Aber mit jedem Bericht über ein Gutachten, was zurückgehalten wurde, mit jedem Gutachten, wo es hieß, es ist ein strukturelles Problem, es gab da Vertuschungen, aber die Schuld, also es gab, wurde dann zum Beispiel Gutachten in Auftrag gegeben, die Person, die es in Auftrag gegeben hat, entlasten und die ganze Schuld bei jemandem sehen, der halt tot ist und sich nicht mehr dagegen wehren kann. Das hat sich dann so angehäuft. Also es gab nicht so einen speziellen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist das Maß voll, sondern es war eher so ein, über einen längeren Zeitraum hat sich das angehäuft und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt raff dich auf und mach's. Sie sagen, Herr Zander, die Aufarbeitung muss auch in die dunkelsten Ecken führen. Was meinen Sie damit genau? Naja, es ist ja bekannt, dass die meisten Tatkontexte in den Pfarrhäusern waren. Und da hat man noch gar nicht richtig hingeschaut, ja, was ist eigentlich in welcher Gemeinde passiert. Dann eine ganz dunkle Ecke ist für mich auch, wer übernimmt denn eigentlich Verantwortung? Ja, wir haben in der Studie reden wir immer von der evangelischen Kirche, von der Diakonie, aber wir reden nie, ja, wo? Ja, und was mich auch immer so ärgert ist, dass die evangelische Kirche erst seit 2018 so massiv nach vorne gegangen ist und das Thema öffentlich gemacht hat. Sagen Sie im Nachhinein, weil er von 2018 spricht, in der Zeit, in der Sie Verantwortung hatten, ich hätte auch genauer hinschauen müssen, ich hätte auch schon mehr in Gang setzen müssen? Ich bin 2010 zurückgetreten, dann kam ja die Mertes-Studie erst oder die Anzeige von Herrn Mertes über das Canisius-Kolleg. Aber ich finde, es fände es jetzt auch zu einfach für mich zu sagen, ich bin ja erst nur bis 2010 Bischöfin gewesen, weil das, muss ich sagen, die Heimkindergeschichte und die Qualen, die Heimkinder erlitten haben, das kann ich sagen, das war 2008. Thema in der Hannoverschen Landeskirche und da haben wir diesen Tag mit ehemaligen Heimkindern gemacht und ich habe gesagt, ich kann nur die Schuld meiner Landeskirche bekennen gegenüber diesen Heimkindern, die unsere Kirche auf sich geladen hat und ich als Landesbischöfin bekenne mich zu dieser Schuld und stelle mich dieser Schuld auch. Aber die Pfarrhäuser, das will ich ganz klar sagen, die waren überhaupt nicht im Blick und ich muss sagen, für mich, ich war ja nur noch lange Pfarrerin einfach vor Ort, das gebe ich zu. Das war für mich unvorstellbar, das Pfarrhaus. Aber das ist ja genau das Problem, weil man es immer historisiert hat. Weil man immer gesagt hat, naja, die Heimkinder. Genau. Und das war das Problem. Aber das genauso in den Gemeinden. Also es waren übrigens nicht nur Pfarrer, es waren auch Küster und solche Menschen. Diakone. Ja, Diakone und so. Und man hat es einfach nicht wahrhaben wollen. Nochmal zu Ihnen, Herr Zander, dass Sie nun dabei helfen, dass auch andere Stimmen gehört werden, Ihre Stimmen, aber auch andere Stimmen gehört werden, dass Sie mithelfen können, was Konkretes zu bewegen. Wie wichtig war und ist das für Sie auch persönlich? Also für mich ist persönlich, ich dränge mich da nicht vor. Also ich mache es ja nicht für mich, ja, sondern mir geht es einfach darum, dass die evangelische Kirche und die Diakonie, dass tatsächlich Verantwortung übernommen wird und dass wirklich einheitliche Prävention und Schutzkonzepte, die auch wirklich überprüfbar sind. Weil es nützt ja nichts, wenn ich Präventionskonzepte mache und die liegen dann irgendwo im Schrank, sondern Prävention, Intervention muss man leben. Also wir müssen da ganz viel machen. Und ich glaube aber, dass, und da muss ich der EKD wirklich Hut ab, dieses System, das da jetzt gibt da mit dem Beteiligungsforum, da haben sie sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Sie haben, da habe ich immer gefordert, Deutungshoheit ablegen. Das haben sie gemacht. Und es mussten aus diesem Forum heraus mussten sogar Kirchengesetze geändert werden. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Zander, dass Sie hier waren, um Ihre Geschichte zu erzählen. Aber alles Gute auch für Ihr Engagement.
Das Thema Missbrauch ist ein großes Thema, wenn wir über die Kirche als moralische Instanz sprechen. Aber es gibt auch noch weitere Themen, das haben Sie ja, Frau Rockenmeier, auch schon angedeutet, die Menschen beschäftigen und die sie distanzieren von der Kirche. Bei Ihnen ist es ja so, Sie sind auch mit der Religion und der Kirche aufgewachsen. Welche Rolle hat Kirche bei Ihnen in der Kindheit und Jugend gespielt? Ja, ich musste eben schon, als Sie von Ihrer Jugend erzählt haben, denken, dass es bei mir eigentlich ähnlich war. Also ich komme aus einer Kleinstadt und da gibt es nicht viel zu machen als Jugendliche. Man geht zur Blaskapelle oder zum Schützenverein oder man wird Ministrantin. Mhm. Ich bin Ministrantin geworden und ich bin auch zur Kommunion, ich bin gefirmt, aber nicht, weil ich von mir selbst aus gesagt habe, das ist was ich machen möchte, weil ich daran dran glaube, sondern das, man ging halt zur Firmung. Mhm. Und dann war ich auf einem katholischen Gymnasium. Auch nicht, weil wir eine wahnsinnig religiöse Familie waren, sondern weil es halt das einzige Gymnasium in der Stadt war. Es war schön nah, da konnte man einfach mit dem Fahrrad hinfahren. Und wann begann der Zweifel? Wenn das erstmal so selbstverständlich ist, es hört sich so an, als gehörte es selbstverständlich dazu. Ja, also ich habe im Religionsunterricht, der wurde an diesem Gymnasium dann auch von einem Pater übernommen, gab es schon öfter Reibungspunkte. Mhm. Ich war zu der Zeit einfach sehr unpolitisch, deswegen hat sich das jetzt nicht in konkreten, ja, in einer politischen Position oder in einem politischen Aktivismus oder sowas geäußert. Aber ich habe schon immer gemerkt, okay, diese Argumentation kann ich nicht so ganz folgen oder das kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Und ein bisschen hat man schon diskutiert, aber letztlich ist natürlich trotzdem der Lehrer immer noch eine Instanz. Mhm. Und man geht ja eigentlich auch davon aus, dass einem Dinge erzählt werden, die faktenbasiert sind, die stimmen, die auch nicht irgendwie voreingenommen sind. Und von daher habe ich das eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht wirklich reflektiert. Dann haben Sie einen Film gezeigt bekommen von diesem Religionslehrer. Ja, also in der, ich glaube, es war die 8. oder die 9. Klasse, stand auch das Thema Schwangerschaftsabbruch auf dem Lehrplan. Mhm. Und wir haben da, ich weiß noch, wir haben da so ein Booklet bekommen. Das war eigentlich, das sah aus wie dieses Booklet, was eigentlich Frauen bekommen, die selber schwanger sind. Also da waren dann so stufenweise quasi gezeigt, jetzt ist der Embryo so groß wie eine Grapefruit, jetzt ist der so groß wie eine Melone oder wie auch immer. Und dann haben wir einen Film angeguckt, der heißt Der stille Schrei. Da wird ein Schwangerschaftsabbruch in der 12. Woche auf einem Ultraschall gezeigt. Und der fängt an mit einem, also es ist ein Film aus den 80er Jahren, da sitzt so ein Mann in einem Anzug, der hat eine Brille, der sieht wahnsinnig seriös aus. Der sitzt vor einer Bücherwand, das ist offensichtlich ein gut belesener Mann. Und der erzählt dann was über Schwangerschaftsabbrüche und dann wird das eben gezeigt. Und das wird natürlich auf einem großen Fernseher, wirkt das natürlich so, als würden die da gerade einem 30 cm großen Baby den Schädel zerquetschen. Mhm. Und die Information, dass halt in der 12. Woche ein Embryo ungefähr 5 cm groß ist, dass der kein Nervensystem hat, keine Schmerzen spürt, keine bewussten Entscheidungen trifft, die wurden weggelassen. Und stattdessen wurde erzählt, ja, also wie man jetzt sieht, die Bewegungen werden hektisch. Der Embryo versucht sich diesem Instrument zu entziehen. Er öffnet den Mund, er schreit, hat Schmerzen und fuchtelt quasi rum, um dem zu entgehen. Aber mhm. es hilft halt nichts. Und dann am Ende wurde quasi dann noch der zerstückelte Embryo gezeigt auch. Und, was hat der Film bei Ihnen hinterlassen? Also ich war halt ziemlich entsetzt, dass man sowas machen kann, weil mir eben alle diese Hintergrundinformationen gefehlt haben. Und wie gesagt, man übernimmt, zu der Zeit, finde ich, ist man sehr formbar. Also man übernimmt mhm. viel, was einem Lehrerinnen und Lehrer halt in der Schule erzählen. Und von daher war das dann auch meine Position. Also ich habe das dann übernommen und dachte, das ist richtig so. Und diese ganzen sachlichen Informationen, die habe ich halt alle erst sehr viel später bekommen, als ich dann auch angefangen habe, mich politisch für das Thema zu interessieren. Und das hat Sie dann auch weiter von der katholischen Kirche distanziert, das, was Sie dann erfahren haben. Sie sind dann ja auch im Studium weiteren politischen Themen näher gekommen, haben sich auch mit dem Feminismus beschäftigt, sich damit Themen identifiziert. All das haben Sie nicht mehr zusammengekriegt. Und Sie sagen ja auch, dann waren es eine Mischung aus Themen, die Sie hat austreten lassen. Sie haben dann zwei Briefe bekommen. Was waren das für Briefe? Genau, also wenn man aus der Kirche austritt, dann geht man ja zum Standesamt und das ist ja eigentlich erstmal nur, sag ich mal, der kirchensteuerliche Teil. Also den Staat interessiert ja nicht mhm. wirklich, warum man jetzt genau austritt, oder, sondern die notieren das für die Steuer und das war's. Und dann wird man geschickt und weggeschickt und dann heißt es, naja, den Rest müssen Sie sich irgendwie selber, weiß ich nicht, informieren. Mhm. Und dann habe ich von meinem Pfarrer quasi aus der Heimatgemeinde einen Brief bekommen. Und da war auch ein Schreiben beigelegt von der Deutschen Bischofskonferenz. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist was Standardisiertes, was einfach mitgeschickt wird. Aber ich weiß noch, dass ich nach diesem Brief, nachdem ich den gelesen hatte, dachte, ja, das war die richtige Entscheidung. Nach welchem? Also, oder nach beiden? Also ich fand den von meinem Pfarrer in der Heimatgemeinde auf jeden Fall freundlicher formuliert. Und dem nehme ich das auch
ehrlicher ab, dass der sich für meine persönlichen Gründe interessiert. Mhm. Aber dieses Schreiben von der Bischofskonferenz war einfach ein völlig standardisierter Brief, auch in einer anmaßenden Sprache. Da hieß es dann auch, ja, wir wissen, die Kirche ist fehlerbehaftet, aber die Fehler beginnen ja auch immer bei einem selbst. Mhm. Und bei all diesen Gründen, die ich quasi für mich selber gesammelt hatte, dachte ich mir, okay, wo hätte ich da jetzt ansetzen sollen? Wie könnt ihr so ein systemisches Problem wie Missbrauch, wo wir jetzt ja gehört haben, dass es ein strukturelles Problem ist, wie könnt ihr das aufs Individuum runterbrechen und mir, ohne mich zu kennen, unterstellen, dass ich da hätte halt mal aktiv werden sollen? Mhm. So habe ich das zumindest gelesen. Und der Brief hat für mich eigentlich die Entscheidung zementiert. Würden Sie denn sagen, nachdem Sie raus sind, Sie sind trotzdem gläubig? Ja, ich weiß, dass die katholische Kirche das anders sieht, aber ich bin nicht sehr überzeugt von dem Argument, dass die Beziehung zu Gott oder der spirituelle Glaube, dass das irgendwas damit zu tun hat, ob man in der Kirche Mitglied ist. Die Kirche hat das, glaube ich, in einem Konzil verabschiedet, dass das eine Einheit ist und wenn man aus der Kirche austritt, dann verliert man auch diese Gemeinschaftszugehörigkeit. Aber wie wollen Sie das verhindern? Also, ich wüsste nicht, wie mein persönliches Verhältnis zu Gott irgendwie von der Kirche beeinflusst werden könnte. Sie sind weiter gläubig, sind auch weiter christlich, nur nicht mehr in der Institution. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich immer noch ein gläubiger Mensch bin. Ich war nie eine besonders emsige Kirchengängerin. Mhm. Ich habe das immer als was sehr Privates eigentlich empfunden. Also eher so ein bisschen wie ein Monolog, weil man reflektiert innerlich, es antwortet einem natürlich keiner. Aber das mache ich immer noch, wenn ich über irgendwas nachdenken will oder ja, einfach zur Ruhe kommen will. Und das hängt für mich nicht an der Mitgliedschaft in der Kirche. Es gibt so viele Themen, Homosexualität, dazu kommen wir noch, Schwangerschaftsabbruch, wir haben den Missbrauchsskandal. Können Sie verstehen, dass es Leute da einfach auch aus den Kirchen raustreibt? Natürlich, das würde ich auch mir nicht anmaßen, da jemandem was zu sagen. Nur für mich persönlich wäre das dann etwas zu leichte Entscheidung, beziehungsweise also, ich zahle auch gleich 5 Euro ins Phrasenschwein. Kirche ist ja nur so gut wie die Leute, die sie machen. Mhm. Und dazu gehören natürlich auch schwache Leute und Verfehlungen. Aber das klingt jetzt ein bisschen fast obszön, dass ich hier von Verfehlungen spreche, nach dem, was wir gerade von Ihnen gehört haben. Mhm. Aber das ist die eine Seite. Wie gesagt, die andere Seite gibt es auch. Und das ist auch, was Sie gesagt haben. Natürlich werden in diesen Strudel jetzt auch alle die mit reingezogen, die tolle Arbeit in der Kirche leisten und die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Mhm. Und also insofern ist das, bei mir ist es direkt ein Spaß, dass ich sage, wenn ich den Pfarrer einziehen sehe, vor allem in großen Kathedralen mit großem Aufwand an Festtagen, na, mein Freund, ob man dich auch bald rausfischt. Ja? Mhm. Also das schließe ich nicht aus. Und warum? Das Problem ist ja, dass die Kirche letzten Endes behauptet, es seien die edleren Menschen als der große Rest außerhalb. Ja. Denn natürlich lesen wir das Gleiche in den Sportvereinen und in anderen Verbänden und in irgendwelchen hauptsächlich privaten Umfeldern passieren die meisten Sachen. Aber dass die Kirche natürlich sich anmaßt vorzugeben, wie Leute mit ihrem Sexualleben umgehen und dass man sie moralisch auf der richtigeren Seite sieht, das ist ja genau der Punkt, wo das Ganze umso stärker dann zurückschlägt. Sie sagen ja auch, dass so viele Menschen rausgehen, hat was mit einem Traditionsbruch zu tun. Was meinen Sie mit diesem Traditionsbruch? Ja, das wissen wir ja auf jeden Fall, dass das eine sind jetzt die ethischen Fragen, die wir besprechen. Das andere ist aber dieser Traditionsabbruch, den ja Soziologen auch ganz klar nachweisen. Also Menschen wachsen, wie Sie jetzt haben beide auch erzählt, ich auch. Man wächst rein in diesen Glauben, der tradiert wird von den Eltern und von den Großeltern. So bin ich auch in den Glauben reingewachsen. Irgendwann fängst du dann an, selber Fragen zu stellen und sagst, ist das mein Glaube oder nicht? Und dieser Traditionsabbruch ist massiv. Also da sagen auch Soziologen, den kann die Kirche kaum noch nachholen, weil in den Familien, welche Familie geht Sonntagmorgen um 10 Uhr noch, wie ich das auch kannte, natürlich selbstverständlich in den Gottesdienst, wo werden noch biblische Geschichten erzählt, Tischgebet, Nachtgebet. Das ist in der Individualisierung und Säkularisierung geht das verloren. Wobei ich gleichzeitig eben meine, dass Kinder da auch bei allen Fragen, die ich teile und bei allen Anfragen, in eine schöne Tradition hineinwachsen können. Das möchte ich gegen den Trend auch noch mal sagen. Also weil es ja Geschichten sind, die Kinder auch beheimaten. Also ich wünsche mir schon, dass Kinder, wenn sie ein Boot mit Tieren drauf sehen, wissen, das ist die Geschichte von der Arche Noah, auch eine Hoffnungsgeschichte, dass es Zukunft geben kann, ja, und dass wir das weitergeben. Jetzt ist es ja so, man könnte ja sagen, na ja, also gerade in diesen Zeiten von Individualisierung, da suchen die Leute ja Orientierung, da suchen sie ja jemanden, der einen Sinn formuliert.
Ist es vielleicht so, dass die Konkurrenz einfach auch größer geworden ist? Es gibt andere Angebote, es gibt ja anderes, was sinnstiftend, andere konvertieren, was auch immer. Also es gibt sicher einen religiösen Markt, das ist einfach so. Ja? Also der Buddhismus ist bei vielen ganz in oder Spiritualität fernöstlich, die dann sehr individuell gelebt werden kann. Aber ich sage mal, ich hatte beiden letzten Sonntage Gottesdienst, letzten Sonntag in Osterholz, vorletzten in Bad Kissingen. Und wenn dann so eine ganze Kirchengemeinde schmettert, wer nur den lieben Gott lässt walten und die Leute sich freuen, dass sie zusammen sind, ein Posaunenchor spielt, dann ist das auch eine positive Erfahrung. Und die möchte ich für mein Leben nicht missen. Ich sehe die Missstände, ich sehe natürlich das Frauenthema auch in meiner Kirche. Also als ich 77 Abitur gemacht hat, mussten Frauen noch ihre Ordinationsrechte abgeben, wenn sie geheiratet haben. Also es ist auch eine lange Entwicklung, dass wir Frauen in diesen Ämtern haben. Und ich glaube auch, dass die Kirche verändern, weil Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt, überhaupt Menstruation, all diese Themen in der reinen Männerwelt ja nicht vorkommen. Mhm. Und ich glaube schon, dass unsere Kirche sich auch verändern kann. Das will ich zuletzt noch sagen. Das hat Luther immer gesagt, die Kirche muss sich stetig verändern. Das geht gar nicht anders. Glauben Sie, dass es den Zeitpunkt geben kann, dass Sie wieder eintreten? Ich glaube zumindest in der katholischen Kirche nicht. Ich glaube nicht, dass junge Menschen prinzipiell weniger spirituell sind oder prinzipiell weniger für Religion begeistert werden können. Aber ich glaube doch, dass die Kirche es einfach verpasst hat, ihre eigenen Moralvorstellungen immer wieder zu überprüfen und anzupassen. Oder es soll ja auch nicht beliebig werden, dass man einfach sozusagen immer dem Zeitgeist nachgibt. Aber es ist ja doch irgendwie so ein Reflex zu sagen, wir haben es halt schon immer so gemacht und so bleibt es jetzt. Mhm. Und mir fehlt einfach, dass dieser Status quo auch auf den Prüfstand gestellt wird. Weil wenn jetzt Leute hergehen und sagen, vielleicht könnte man das auch, diese Bibelstelle oder was auch immer, die könnte man vielleicht auch anders interpretieren, sind die immer sozusagen die mit der Beweislast, die gut argumentieren müssen, warum das jetzt so sein könnte. Aber die, die bei dem Alten bleiben wollen, die müssen sich nie beweisen. Mhm. Bei der katholischen Kirche speziell, glaube ich, einfach durch die Größe, durch die Struktur, wie das gewachsen ist, ist eine Reformation einfach nicht möglich. Also ich habe mir diesen Austritt lange überlegt. Ich habe auch überlegt, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das noch zu retten ist. Also Sie sehen weiterhin eine Heimat im Glauben, aber auf keinen Fall in der Institution. Ja. Sie sind wieder eingetreten, Frau Vacano. Sie waren Jahrzehnte draußen. Mit Anfang 20 sind Sie ausgetreten, also ungefähr in dem Alter von Frau Brockenmeier. Aber Sie haben Ihrer Mutter erst mit Ende 30 davon erzählt. Warum? Ja, ich wollte ihr das eigentlich nicht antun. Meine Mutter war sehr religiös. Mhm. Für meine Begriffe ein bisschen zu sehr drängend. Deswegen war ich auch in meiner Jugend zurückhaltend. Ich wollte eigentlich auch nicht konfirmiert werden. Der Konfirmationsunterricht war dröge. Wir haben auswendig gelernt und sonst passierte eigentlich nichts. Und ich habe gesagt, irgendwie, ich komme mit diesem Glauben auch nicht zurecht. Aber in meiner Familie war das nicht möglich. Ich wurde konfirmiert und das war auch okay. Also. Und haben Sie denn Sorge gehabt, dass Ihre Mutter gedacht hat, oh nein, sie glaubt nicht mehr oder oh nein, sie ist nicht mehr in der Kirche, weil das ist ja ein Unterschied. Ich glaube, beides war es. Beides war es. Ne? Beides war es, glaube ich. Es ist ja so, Sie waren dann Maskenbildnerin. Ja. Und Sie haben damals ja auch, sind raus, weil Sie das Geld zusammenhalten wollten, Kirchensteuer und all das. Ich habe wahnsinnig wenig Geld verdient und musste irgendwann eine Nachzahlung machen. Wie das zustande kam, weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich so wenig Geld verdient, dass ich mir das nur durch Punkten von Freunden leisten konnte, diese Zahlung zu machen. Ja. Und das war es dann. Und da habe ich gesagt, nee, also Schluss. Sie hatten ja dann auch mit der Kirche nicht mehr viel zu tun. Gar nicht. Es war so, wenn Sie Ihrer Mutter gesagt haben, du, da ist jetzt ein Film, da war ich als Maskenbildnerin beteiligt, dann wollte sie den nicht sehen. Und zwar meine Mutter hat nie einen Film gesehen von mir, nie. Weil? Weil in der Bibel steht, die sprechenden Bilder sind des Teufels. Ich kenne diese Stelle nicht. Kenn ich ehrlich gesagt auch nicht. Meine Mutter hat ist doch mal befreiend zu hören, oder? Ja. Meine Mutter hat immer von den sprechenden Bildern gesprochen. Und da gehörte das Fernsehen für sie dazu. Woher sie das hatte, weiß ich nicht. Ich bin dann auch im Grunde genommen, ich habe gesagt, okay, dann schaut sie das halt nicht an. Aber sie hat nie von mir, ich habe ja jahrzehntelang gearbeitet. Ich habe große Filme gemacht. Sie hat nie etwas gesehen. Das tut mir auch leid. Mir. Ist ja schade. Ist schon schräg. Oder hat sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen entfernt, oder? Also es war schon schade für mich. Ja. Klar. Ja. Aber so war es halt.
Dann, wie gesagt, waren Sie Jahrzehnte draußen. Haben Sie was vermisst? Überhaupt nichts. Nun gehören Sie aber zu denen, die mittlerweile wieder eingetreten sind. Wodurch haben Sie sich der Kirche denn wieder angenähert? Ja, das ist ganz komisch. Also ich habe ein Ehrenamt gesucht. Als ich nicht mehr gearbeitet habe, habe ich ein Ehrenamt gesucht und wollte das in einem geschützten Rahmen machen. Dann bin ich in eine Kirche, wo ich auch wohne, in München-Schwabing. Da war ich schon oft zu Kirchenkonzerten, die wunderbar sind. Also ich bin sehr oft und sehr gerne in Kirchen gegangen, um Konzerte zu hören. Das habe ich immer gemacht, mein ganzes Leben lang. Und als Sie dann da in die Gemeinde sind, sind Sie einfach vorbei und haben gesagt, übrigens, ich wäre gerne mal wieder dabei? Oder wie ganz konkret? Ich bin da reingekommen, das war ein Familiengottesdienst. Ja. Da wuselten lauter Kinder rum, die rannten und haben sich unterhalten. Und der Pfarrer hat seine kurze Predigt gehalten. Er ist auch nicht oben gewesen, sondern unten in der Gemeinde. Hat zu allen Kindern, zu allen Familien gesprochen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, das ist die Kirche, wo ich auf dem Ehrenamt einfach mal fragen kann. Und dann habe ich mich mit dem Pfarrer, der kam dann hinterher, da gab es dann so ein Kirchencafé. Und dann kam der und dann habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, ich bin ganz neu hier, ich war noch nie zum Gottesdienst hier, ich suche ein Ehrenamt und ich möchte ein Ehrenamt in einem geschützten Rahmen haben. Und dann hat er gesagt, ja, also dann verabreden wir uns doch mal in meinem Büro nächste Woche und dann haben wir da eine Stunde gesprochen. Eine Stunde? Oh ja, eine ganze Stunde. Und dann hat er gesagt, also Sie haben ja gesehen, Familiengottesdienst, und ich habe da ein Team und die helfen mir dabei. Haben Sie nicht Lust mitzumachen? Und habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann sagt er, ich bereite gerade das Krippenspiel für Weihnachten vor. Haben Sie Lust, da mitzumachen? Da habe ich gesagt, klar, habe ich Lust. Die Proben fangen nächste Woche an, dann kommen Sie doch einfach mal. Und dann bin ich immer zu den Proben gegangen. Und da ich ja nun wirklich auch mit Film und sowas zu tun habe, habe ich dann gesagt, was haben denn die Kinder für Kostüme an? Ja, die bringen immer irgendwas mit. Und dann habe ich gesagt, aber das kann doch nicht sein. Herodes muss doch irgendwie aussehen. Und die drei Könige müssen doch auch irgendwie. Und was ist mit Maria und Josef? Die können doch nicht irgendein T-Shirt anhaben. Ja, also irgendwie haben wir uns da nie so richtig mit befasst. Dann habe ich gesagt, darf ich das machen? Und seitdem habe ich es gemacht. Und dann kam nach den ersten und zweiten Krippenspielen die Gemeindemitglieder auf mich zu und gesagt, mein Gott, ist das schön, die Kinder richtig angezogen zu sehen. Das hat mir natürlich gefallen. Und wer kam dann auf die Idee, dass Sie auch so formal wieder eintreten? Ich. Sie. Der Pfarrer wusste, dass ich nicht in der Kirche bin, sagte, völlig egal. Und ich war dann so 2 Jahre da drin, dabei, in verschiedenen Ebenen. Flüchtlingskreise haben wir dann gemacht. Also ich war dann nicht nur Familiengottesdienst, sondern Flüchtlingskreis. Und es gab immer Aktivitäten. Ich habe dann auch für die Kirchenfest, also wir haben dann so immer für Familien Osterfrühstück gemacht und Weihnachten und ich weiß nicht was alles. Und da habe ich immer die Tischdekorationen gemacht, weil dekorieren, das liegt mir einfach. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt bin ich so aktiv hier in dieser Gemeinde, habe so tolle Leute kennengelernt und finde das so toll, was diese Gemeinde macht. Ich möchte eigentlich ein Mitglied sein. Und dann bin ich zu meinem Pfarrer gegangen und habe gesagt, du, ich würde gerne doch wieder eintreten. Und dann hat er, was mir so gut gefallen hat, zu mir gesagt, überlegt er das gut, weil das auch nicht schlecht. Das hat auch steuerliche Gründe. Du weißt, dass du bei uns hier so gern gesehen bist. Kein Mensch würde eher irgendwas sagen, dass du nicht Mitglied bist. Aber wenn, dann musst du auch mit deinem Mann sprechen, weil wenn ihr gemeinsam veranlagt seid, ist er auch betroffen. Das fand ich so toll, dass er nicht gesagt hat, ja wunderbar, du bist jetzt wieder dabei, sondern dass er wirklich mit mir ernsthaft gesprochen hat. Und wurden Sie dann irgendwie festlich wieder aufgenommen oder gab es irgendein Schreiben? Ja, war ganz toll, das war ein Ostergottesdienst und der fing bei uns ja immer, wie wahrscheinlich in allen Kirchen, um 6 Uhr an. Und dann war das Feuer da im Pfarrgarten und dann wurde das reingetragen und dann wurden die Kerzen angezündet. Und er hat mit mir vorher gesprochen, hat gesagt, setz dich in die erste Reihe, wenn du einen persönlichen Segen von mir haben willst, ich gebe ihn dir gerne, du musst nicht, aber du kannst. Dann habe ich gesagt, das fände ich schön. Und dann bin ich nach vorne gegangen, er hat mich gesegnet und dann ging der Ostergottesdienst weiter. Und was war das? Wie war dieser? Wunderbar. Schön.
Sie engagieren sich ja auch in einem Seniorenkreis. Das ist auch wieder in der Kirche. Ja. Inzwischen bin ich von den Kindern weg zu den. Genau. Und da gibt es auch Exkursionen. Was würden Sie beschreiben? Was hat das für eine Bedeutung im Leben der Menschen? Eine ganz große. Also ja? Es gibt viele Leute, gerade eben Senioren, die einsam sind. Ja. Und wenn die Kirche jeden Monat eine Exkursion macht, da sind viele gekommen, die einfach sagen, ich möchte auch mal raus aus München, aber ich traue mich nicht alleine. Aber wenn der Bus da vor der Kirche steht und ich einsteige, dann traue ich mich. Und da sind so viele Freundschaften entstanden zwischen den Senioren. Und das finde ich wunderbar. Das gefällt mir einfach gut, dass das eben diese soziale Komponente. Also Sie holen sie auch raus aus der Einsamkeit. Ne? Absolut, ja. Absolut. Und da gibt es so kleine verschiedene Ebenen, Seniorenfrühstück und Yoga und Gedächtnistraining und was die alles anbieten, diese Kirche. Und das kostet ja auch alles Geld. Und da denke ich, ist mein Kirchengeld gut angelegt für solche Sachen. Haben Sie auch das Gefühl, ja, da werde ich gebraucht? Ja, absolut. Aber ich bekomme selber so viel zurück. Das ist es. Ich bekomme so unendlich viel zurück für mich, weil es mir einfach so viel Freude macht, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu sein. Und ich habe so tolle Leute kennengelernt. Also diese Freude, die spürt man wirklich. Das muss man echt mal sagen. Was sind für Sie auch die, wir versuchen ja heute beide Seiten immer wieder zu sehen, die Kritik, auch die scharfe Kritik, aber auch die anderen Seiten. Was sind für Sie die positiven Seiten, das, was Kirche vielleicht auch im Positiven nach wie vor ausmacht? Na ja, schon die Musik zum Beispiel. Ja? Also, dass sich auch ja kleine Gemeinden, einen sogenannten A-Kirchenmusiker, das sind die mit abgeschlossenem Hochschulstudium, leistet. Und weil das Thema Kirchensteuer, ich zahle zum Beispiel Kirchensteuer mit Begeisterung, weil immer, zum Beispiel, wenn ich sehe, dass der Papst im weißen Hubschrauber vom Vatikan in Richtung Castel Gandolfo entschwebt, habe ich einen kleinen Beitrag geleistet. Ja? Also ich habe ja nichts gegen Pomp in der Kirche, wenn man die andere Seite nicht vergisst. Und diese Erfahrung eben, dass für viele ja auch gerade zum Beispiel ältere Menschen, ja, man muss sich ja auch mal klar machen, was zum Beispiel so ein Gespräch mit dem Pfarrer in der Zeit bedeutet hat für viele Leute, als es noch keine Psychotherapie in dem Sinn gab. Ja? Also als man überhaupt nicht sich getraut hätte zu sagen, ich brauche sowas, da war so eine Beichte oder so ein Gespräch oder dass der einfach auch nur mal gesagt hat, ich verstehe das schon, für viele ja auch so eine Überlebensstrategie. Ist das etwas, wenn wir die Themen jetzt mal beiseite lassen, ohne sie jetzt in irgendeiner Form nicht als relevant zu sehen, sondern im Gegenteil. Das war Ihr Grund und das ist der Grund für viele. Aber ist dieser Teil des sozialen Miteinanders vor Ort, das auch für andere Dasein, auch vielleicht mal für Schwächere Dasein, ist das etwas, was die Kirche im Grunde zeitgemäß machen könnte? Also ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Aber Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie haben diese ganze Jugendarbeit, die Kinderarbeit gemacht, ohne Mitglied zu sein. Also beweist eigentlich diese Geschichte auch für mich wieder, dass sag ich mal, Sozialarbeit, Arbeit, damit sich ältere Menschen nicht einsam fühlen und solche Dinge, es wird gerade von der Kirche viel gemacht und das ist gut, aber es muss nicht von der Kirche gemacht werden. Das könnte auch jeder andere Trägerverein machen, aber ich würde jetzt, glaube ich, von mir aus sagen, wenn ich daran Interesse habe, dann ist es nicht zwingend mit der Kirche verbunden und darum wäre das jetzt für mich dann auch kein Grund zu sagen, da trete ich wieder ein. Sie sagen ja auch, die Bindekraft der Kirche ist am stärksten vor Ort. Nun erleben wir aber auch, dass immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden, man den Pfarrer gar nicht mehr kennt. Wie soll sich diese Bindekraft entwickeln? Also darin sehe ich wirklich eine ganz große Herausforderung, weil gerade im ländlichen Bereich ist es so, dass es unser Herr Pfarrer, den kennen wir, und um die Frau Pfarrerin natürlich inzwischen bei uns auch, bildet sich ganz viel an sozialen Tätigkeiten, aber das ist dann auch verbunden mit dem Gottesdienst. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, weil wir aus lauter, Professionalisierung ganz viel dieser sozialen Arbeit auch outgesourced haben. Also Schwangerschaftskonfliktberatung, Suchtberatung und anderes mehr. Oder ich will Ihnen das als Beispiel zeigen. Ich war lange Herausgeberin unserer Straßenzeitung in Niedersachsen. Und dann komme ich mit meinem Fahrrad zur Marktkirche Hannover, weil ich da predige. Und da steht ein Verkäufer draußen und sagt, ey, Frau Käsmann, sagen Sie denen da drin, wenn sie rauskommen, sollen sie unsere Zeitung kaufen. Ja? Dann sage ich, warum kommen Sie denn nicht mit rein in die Kirche? Und dann sagt er, ach, das ist nicht so mein Ding. Und da dachte ich, schade, weil eigentlich gehören alle ja, für die wir sozial auch da sein wollen, auch in die Kirche rein. Und da klafft eine Lücke. Ich glaube, wenn das kriegt man vor Ort eben
noch relativ gut zusammen, aber dann im städtischen Bereich geht das auseinander und je mehr Gemeinden zusammengelegt werden, dann weiß ich gar nicht mehr, wer ist denn der Pfarrer jetzt von unserer Gemeinde, dann wird das wirklich schwierig. Je weniger Geld, je weniger Mitglieder, desto weniger hauptamtliches Personal und das auszugleichen, ist eine Riesenherausforderung, aber ich sehe dann auch, wenn so eine Gemeindearbeit funktioniert, wie offensichtlich bei Ihnen, dann beheimatet und bindet das wieder Menschen, auch Jüngere, wenn es eine gute Arbeit ist, gerade jüngere Familien. Und dann sind die wieder so in der Kirche beheimatet, dass sie das auch weitertragen. Sie haben ja gesagt, Sie bekommen auch was zurück. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass es jetzt auch ein Ort ist, wo Sie aufgehoben sind, wenn es Ihnen mal nicht mehr gut geht? Hundertprozentig. Also es ist alleine schon schön für mich. Ich bin zum Beispiel jetzt ein wirklich begeisterter Kirchgänger. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, wenn ich nicht irgendwie was anderes vorhabe. Und ich, weil ich nicht sehr bibelgebildet bin, ist es für mich immer interessant, wieder neue Geschichten zu hören und die Interpretation. Und für mich ist auch schön, dass ich so viele Leute schon kenne in der Kirche. Ich komme hin, begrüße die, begrüße den. Und das finde ich toll, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Teil von dieser Gemeinde. Ich fühle mich da richtig aufgehoben. Vielen Dank, Frau Vaccano, und auch vielen Dank, Frau Rockenmeier, dass Sie so offen über Ihre ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen gesprochen haben. Vielen Dank an Sie beide. Es gibt Menschen, die engagieren sich in der Kirche und andere, die wollen sich engagieren, aber denen wird das Leben sehr, sehr schwer gemacht, Herr Täuber. Wenn Sie zurückschauen, wie sehr war es für Sie auch eine Zerreißprobe als schwuler Mann in der katholischen Kirche? Ja, es war an sich von Anfang an eine Zerreißprobe. Also ich arbeite seit 1996 für die katholische Kirche im Bistum Essen an der Domkirche. Bin da verantwortlich für die Museumspädagogik und den Besucherservice im Domschatz. Also bin tagtäglich mit Menschen unterwegs, führe die durch den Dom, führe die durch die Domschatzkammer. Und ich unterschreibe oder habe unterschrieben, so wie alle Beschäftigten, die für die katholische Kirche in Deutschland arbeiten, einen Arbeitsvertrag, dem die sogenannte kirchliche Grundordnung zugrunde liegt. Und laut dieser Grundordnung der katholischen Kirche ist es eben ein schwerer Loyalitätsverstoß, wenn sie eine schwule Beziehung, eine homosexuelle Beziehung leben. Und das heißt, das Leben einer gleichgeschlechtlichen Beziehung kann zur sofortigen Kündigung führen. Ihre Beziehung zur Kirche begann ja schon vorher. Sie sind als Kind mit 5 Jahren bei den Essener Domsingknaben eingestiegen sozusagen. Da höre ich aber auch raus, in Ihrer Familie muss Glaube auch eine Rolle. Ja, absolut. Also ich sag mal, ich bin katholisch durchgefärbt bis auf die Knochen und bin katholisch aufgewachsen, katholisch sozialisiert, habe eben da auch jetzt gerade in der Gemeinschaft der Domsingknaben auch sehr, sehr viel Positives erlebt. Habe vor allen Dingen auch die Liebe zur Kirchenmusik, Sie hatten ja davon gesprochen, ist ja auch wirklich was ganz, ganz Tolles erfahren, auch etwas, was mich bis heute prägt, und bin dann auch schon relativ früh auch natürlich mit Kunst, mit Architektur der Kirche in Kontakt gekommen, in Berührung gekommen. Und wie war das dann, als Sie gespürt haben, ich bin schwul? Und wie haben Sie das, was die Kirche vertritt und das, was Ihre Identität ja auch mit ausmacht, dann zusammenbekommen im Aufwachsen, im Älterwerden? Ja, da muss man ja erst mal sagen, also ich bin ja jetzt in einer Zeit groß geworden, da gab es ja noch keine Role Models. Mhm. Also als ich für mich meine Homosexualität entdeckt habe, habe ich gedacht, oh Gott, du bist der Einzige auf dieser Welt, weil es gab ja keine Vorabendserien, es gab keine Prominenten, wir hatten keine schwulen Politiker oder keine queeren Vorbilder. Also das heißt, da war erst mal das Gefühl, du bist irgendwie alleine, so wie du bist auf dieser Welt, und natürlich kommuniziert sich auch indirekt, auch wenn jetzt ich nie zu Hause sowieso nicht, aber jetzt auch im kirchlichen Kontext irgendwie nie direkt gehört habe, schwul sein ist Sünde. Es kommuniziert sich indirekt, dass man als queerer Mensch in dieser Kirche nicht richtig ist, obwohl man noch gar nicht sagen konnte, wer man eigentlich selber ist. Also bevor ich selbst eine Sprache dafür hatte, wie ich lebe, wie ich liebe, wusste ich schon, irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung. Haben Sie dann auch Beziehungen gehabt dann in Ihrer Jugend? Und, ja, ich hatte tatsächlich auch heterosexuelle Beziehungen. Mhm. Also ich bin spät berufen, wenn man so will, an der Stelle. Und aber die Fragen stellten sich dann trotzdem. Wie war es denn dann, als Sie zum ersten Mal eine feste Beziehung, und es war ja eine richtig feste Beziehung, die dann auch in eine Ehe gemündet ist bei Ihnen. Wie war das? Was hat das nochmal verändert?
Ja, ich sag mal so, dieses Arbeiten für die katholische Kirche ist ja so lange kein Problem, wie Sie als queerer Mensch Single sind. Es geht ja nur um gelebte Homosexualität. Und als ich dann 2003 Karl-Heinz, mein Mann, kennenlernte und wir uns knall auf Fall verliebt haben und 2004 dann schon eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben, da fing dann im Grunde genommen erstmal dieses Versteckspiel und diese ganze Problematik an. Wir wollten damals das, was an Rechten für queere Paare in Deutschland möglich war, das wollten wir für uns in Anspruch nehmen und haben deswegen gesagt, wir tragen diese Partnerschaft eben beim Standesamt ein und lernten dann das sogenannte Melderechtsrahmengesetz kennen. Und nach diesem Melderechtsrahmengesetz sind die Standesämter in Deutschland verpflichtet gewesen, eingetragene Lebenspartnerschaften wie jede Personenstandsänderung den Kirchen mitzuteilen. Da haben Sie Angst bekommen? Da habe ich Angst bekommen, weil natürlich jetzt irgendwie überhaupt nicht klar war, wo wird das denn eigentlich hingemeldet? Und jetzt konnte ich ja auch irgendwie im Bistum Essen keinen fragen. So, nach dem Motto, was macht ihr denn hier mit dieser Meldung? Ja. Und ich bin Ihnen ganz dankbar für diese Frage, weil man konnte damals auch erfahren, dass Diskriminierung queerer Menschen nicht nur im kirchlichen Kontext stattfindet, sondern auch auf städtischer Ebene. Wir haben einen unfassbaren Spießrutenlauf am Standesamt in Essen erfahren, weil man diese Problematik, die wir da versucht haben, deutlich zu machen, dass wir gesagt haben, bitte unterlasst diese Meldung, die Möglichkeit hätte bestanden. Wir sind halt da einfach auf taube Ohren gestoßen und da hieß es dann, ja, suchen Sie sich einen anderen Arbeitgeber, das ist jetzt nicht unser Problem und so weiter und so fort. Also wo auch wirklich, ja, wir wirklich fassungslos waren, dass eben auch der Staat da so agiert, wie er denn agiert. Nun gut, also letztendlich ist es gelungen, diese Meldung zu unterbinden. Und, aber für mich war damit im Grunde genommen klar, du bist jetzt deinem Arbeitgeber gegenüber illoyal. Ja, also es gab schon einen Konflikt. Der ja, absolut. Also weil ich habe ja letztendlich gegen den von mir unterschriebenen Arbeitsvertrag verstoßen, ja, auch ja. wissentlich. Also das ist ja ein Vertragsbruch. Hat er denn irgendeine Sozialisation in Ihnen noch gearbeitet, dass Sie auch noch gedacht haben, ich lebe in Sünde oder so? Ich sag mal, wir hören ja in jedem Gottesdienst von einem allmächtigen Gott. Und wenn unser Gott so allmächtig und so wirkmächtig ist, wie wir immer sagen und wie wir beten, und er hätte etwas gegen queere Menschen, dann gäbe es uns schlichtweg einfach nicht. Ja? Also ich sage mal so, da sieht man doch, an uns ist doch nichts verkehrt. Wir sind doch Teil von Gottes Schöpfung. Also dem wollen wir alle zustimmen. Aber nur damit wir uns das vorstellen können. Also Sie waren in dieser Situation. Konnten Sie, Karl-Heinz haben Sie gesagt. Genau. Konnten Sie und Karl-Heinz denn jetzt in der Fußgängerzone in Essen oder sonst wo Händchen haltend gehen? Nee, natürlich nicht. Natürlich also, die Schwierigkeit war ja jetzt, wir waren jetzt im Grunde genommen aufgefordert, ein Versteckspiel zu inszenieren. Ich musste mir genau überlegen am Arbeitsplatz, was erzählst du jetzt, mit wem fährst du in Urlaub? Dann kommen sie sagen, ja, mit Bekannten, Freund und pipapo. Also man versucht irgendwie, hängt so ein Mäntelchen drum. Und letztendlich, ich sag mal, da ist nochmal vielleicht auch ganz wichtig jetzt die Aufgabe, die ich da bekleide. Ich bin ein öffentliches Gesicht, dadurch, dass ich halt einfach Tausende und Abertausende von Menschen durch den Essener Dom und seine Schatzkammer führe. Also das heißt, man und, kennt Sie. Ja, also ich sag mal, ich bin jetzt kein A-Prominenter wie Sie, Herr Schmidt, aber ich sag mal, Menschen, die zu uns kommen, gucken mich anderthalb Stunden an. Und wenn sie sich nach Jahren an irgendetwas erinnern von ihrem Besuch in Essen, dann sind das weniger Zahlen, Daten, Fakten, sondern das Gesicht. Also das heißt, Sie waren auch im Urlaub im Grunde nicht sicher? Ja, genau. Und dann passieren solche Sachen. Wir waren im Allgäu im Urlaub und dann spricht mich da eine junge Frau an und sagt, hier, kennen Sie mich nicht und so weiter. Und ich so, nee. Und ja, sie haben uns halt kürzlich durch den Essener Dom geführt. Und dann geht natürlich so dieses Kopfkino an. Was hat die Person jetzt gesehen? Sind Karl-Heinz und ich jetzt da gerade händchenhaltend gewandert? Und war jetzt für sie ersichtlich, wir sind nicht nur gute Freunde, sondern wir sind ein Paar? Und das ist ja ein großes Problem innerhalb der katholischen Kirche, dieses Denunziantentum, dass man immer die Angst haben musste, jetzt ruft irgendjemand, der uns da gesehen hat, ruft jetzt an beim Bischof oder wo auch immer und sagt, hier, ich weiß was und gucken Sie mal da, Ihr Mitarbeiter, wie der lebt und wie kann das sein und so weiter und so fort. Also ein elendes Versteckspiel,
was letztendlich auch eine Beziehung total belastet, was auch mein Mann natürlich mitbelastet, weil er mal mitgehangen, mitgefangen irgendwie. Und es führte dann letztendlich dazu, ja, zu einer toxischen Arbeitssituation für mich auch, weil ich immer gedacht habe, du musst jetzt hier besonders fleißig sein, du musst einfach in deiner Arbeit unangreifbar sein, du darfst dir keine Fehler erlauben. Das heißt, sie waren noch ehrgeiziger, genau, um sich unentbehrlich irgendwie zu machen. Ja, unentbehrlich sind wir jetzt alle irgendwo nicht, ja, aber zumindest wollte ich mich einfach in der Arbeitssituation nicht angreifbar machen. Sie haben ja gesagt, Sie sind mit der Kirche groß geworden. Diese Arbeit, das höre ich auch raus, füllt Sie aus, ja, ja, die Sie dort machen. Gab es denn auch so einen Anteil oder so einen Gedanken nach dem Motto, also eine Kirche, die mich nicht so sein lässt, wie ich bin, die mich nicht den lieben lässt, den ich liebe, die kann mich mal? Ja, da gehe ich einfach raus. Ja, Sie müssen halt schon so mal eine gewisse Leidensfähigkeit, die müssen Sie schon mitbringen, ja, um in dieser Kirche, ja, als schwuler Mann zu arbeiten. Aber letztendlich ist es ja dann so mal auch zu sehr positiven Erfahrungen gekommen. Und da gucke ich jetzt gerade sehr gerne mal auf die letzten gut 2 Jahre zurück, auf die Initiative, mittlerweile in den Verein überführt, Out in Church. Mhm. Für mich war immer klar, wenn du dieses System Kirche verändern möchtest, ja, dann kannst du es nur machen, wenn du Teil des Systems bist. Und du musst es dann halt einfach im Kleinen verändern. Man kann natürlich von außen, innen heraus. Von innen heraus. Mhm. Ich verstehe wirklich jede Person, die aus dieser Kirche ausgetreten ist oder mit dem Gedanken spielt oder das auch tut. Weil, und da stimme ich Ihnen zu, ich kann als Christ auch wirksam in dieser Gesellschaft sein, ohne Mitglied der Kirche zu sein. Aber um das System zu ändern, um wirklich auch ein Bewusstsein zu schaffen, dafür muss ich, glaube ich, dann irgendwie auch Teil des Ganzen bleiben und sagen wir mal auch unbequem. Sie machen das ja auch heute, auch offen. Jetzt haben wir einen Schritt noch verpasst, nämlich wann haben Sie es denn offen gemacht? Ach so, ja, wann habe ich es offen gemacht? Ja, Karl-Heinz und Sie waren ja im Geheimen unterwegs. Genau, wir waren bis 2018 tatsächlich im Geheimen unterwegs und mein Outing innerhalb der katholischen Kirche offiziell war auch kein unfreiwilliges. Und zwar habe ich eine Veranstaltung besucht, da ging es um die Aufarbeitung der MAG-Studie, also das Pendant zu der Missbrauchsstudie, die jetzt in der evangelischen Kirche vorgelegt wurde. Wie kann man Missbrauch entgegenwirken? Welche Strukturen müssen sich ändern? Und so weiter und so fort. Und während dieser Informationsveranstaltung wurde immer und immer wieder dieses Narrativ gepflegt, hätten wir die schwulen Männer nicht, hätten wir kein Problem mit Missbrauch. Das ist ja eine steile These, die man aber immer und immer wieder auch heute noch gerne hört. Und da ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt. Und da habe ich gesagt, also da wäre für mich als schwulen Mann in dieser Runde unerträglich, wie hier Dinge in einen Topf geschmissen werden, die nun wirklich nichts miteinander zu tun haben. Wir reden auf der einen Seite über Straftaten und wir reden auf der anderen Seite über zwei Menschen, die ihre Liebe leben, die ihre Sexualität gestalten, die also kein Verbrechen begehen. Und ich sage, ich verbitte mir das einfach, dass das so ineinander vermischt wird. Und als es dann draus war, was gab es dann für Reaktionen? Ja, das ist natürlich dann erstmal wie so eine Bombe, die da in so einen Raum da reinfällt. Mhm. Und für mich hat es sich dann dadurch letztendlich zum Positiven entwickelt, weil für mich war es erstmal eine große Befreiung, dass es jetzt erstmal raus war. Mhm. Und ich arbeite ja nach wie vor für die Kirche im Bistum Essen und nach wie vor auch gerne. Und habe jetzt dadurch auch durch dieses Zwangsouting, wenn man so will, dann aber auch ganz neue Möglichkeiten erhalten, Gesicht zu zeigen, vielleicht Role Model zu sein, Vorbild zu sein und auch mit wirklich Hunderten von anderen engagierten queeren Menschen, die für diese katholische Kirche in Deutschland arbeiten, zu zeigen, es gibt auch dieses Gesicht und es gibt auch Strömungen in dieser Kirche, für die es sich vielleicht lohnt, in der Kirche zu bleiben, die diese Kirche verändern wollen, die wirklich, tun sich keinen Zwang an. Ne? Das war für mich einfach auch eine Erfahrung zu sehen, hier findet auch Gottesdienst statt. Mhm. Hier kommen Menschen zusammen, die dafür kämpfen, dass diese Kirche
zu einem Haus ist, was offen für alle ist, zu einem Safe Space, wo alle Menschen so sein können und so willkommen sind, wie sie von Gott geschaffen sind. Frau Kirchmann, Sie haben früh gesagt, auch für die evangelische Kirche, ich kann mir homosexuelle Paare in Pfarrhäusern vorstellen. Sehr früh, bevor andere das gesagt haben. Hat aber auch die evangelische Kirche im Umgang mit queeren Menschen Schuld auf sich geladen in der Vergangenheit? Naja, auf jeden Fall. Das kann man ganz klar sagen. Bei uns gab es diese Angst ja lange auch. Als ich Landesbischöfin wurde, vor 25 Jahren, habe ich vorhin schon gesagt, war niemand im Amt, der offiziell sein Schwulsein oder Lesbischsein leben konnte. Ich weiß noch, dass mich einige Frauen heimlich eingeladen haben, um mir ihre Lebenssituation zu schildern und gesagt haben, sie wollten mir ihre Namen nicht nennen, aus lauter Angst, ich könnte sie anzeigen. Also das war 1999 oder 2000. Das war dann ein langer Weg gegen viele Widerstände, das muss man sagen. Erstmal zu sagen, es gibt Fürbittgebete für schwule oder lesbische Paare. Es können auch Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrhaus leben mit ihrem Partner, ihrer Partnerin. Und es ist dann jetzt schließlich auch eine Ehe möglich. Das war ein langer Weg gegen viele Widerstände. Aber dann will ich vielleicht die Geschichte nur erzählen. Ich weiß noch, der Erste, bei dem ich musste dann als Landesbischöfin sozusagen sagen, ich werde kein Disziplinarverfahren gegen diesen Pfarrer einführen. Und dann war das irgendwo weit auf dem Land. Und dann haben sie gesagt, oh, Frau Landesbischöfin, und da auf dem Land, wenn das jetzt in Hannover oder in Göttingen wäre, dann bin ich da hingefahren. Ich sage jetzt nicht, wo es ist. Da sitze ich da mit dem Kirchenvorstand und sage, ist das für Sie ein Problem, dass Ihr Pastor offensichtlich schwul ist und mit seinem Partner lebt? Und dann sagen die, ach, Frau Landesbischöfin, was haben Sie für Vorstellungen? Wir kennen auch unseren Herrn Pastor und seinen Partner, die kennen wir schon lange. Na klar kann der bleiben. Mhm. Also die Gemeinde, die wollte ihren Pastor, die hatte gar kein Problem damit. Mhm. Das hatte das Landeskirchenamt viel eher. Ist die Kirche noch zeitgemäß? Danke für Ihre offenen Worte und danke nochmal an die gesamte Runde. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema, wie wir Hoffnung schöpfen. Und hören Sie gerne auch mal rein in den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben mit schon über 100 eigenen Geschichten. Bis bald, bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss. Danke.